Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom mal wieder Minecraft Survival Bauprojekt. Habe ich lange nicht aufgenommen, fällt mir mal so auf. Ich habe mal einen anderen Shader reingetan. Ich habe mal den Mr. Meep, keine Ahnung, welche Version das ist. Version 5 Pre-Motion Blur, weil ich Motion Blur liebe. Okay, lasst mich. Motion Blur ist der Shit. Upsala. Ich glaube, ich mache den. Ich ersetze den trotzdem mal. Ach, durch den normalen, weil irgendwie hakt die Motion Blur manchmal ein bisschen und das stört und ja, nee. Deswegen würde ich sagen, ziehe ich mal hier so durch die Lande. Oh Gott. Ich habe mit dem auch eine wesentlich bessere Performance. Moment mal. 50? Und jetzt mal den. Mit dem hatte ich gerade irgendwie. Warum habe ich mit dem mehr FPS? Dann lasse ich den mal drin. So. Tierfarm. D. Wir müssen irgendwann noch ein D bauen. Okay. Ich habe mir gar nicht so Gedanken gemacht, was ich eigentlich machen will. Ich glaube, ich werde mal mein Inventar als erstes ein bisschen ausmüllen. Genau, Spiel. Troll mich ruhig. Ist in Ordnung. Ich kann damit umgehen. Zwar will ich auch gleich anfangen, das hier so ein bisschen reinzusortieren. Haben wir schon irgendwas? Nee. Dann tue ich das mal erstmal hier so mit rein. Ups, dann kommt hier sowas mit hin. Und hier drüben kommt dann sowas rein. Joa. Das passt auf jeden Fall. Das ganze Mob-Zeug bringe ich nochmal nach oben. Ups. So. Es wird auch schon wieder Nacht, deswegen gehe ich jetzt als erstes mal schlafen. Ich muss mir in Zukunft mal irgendwie aufschreiben, was ich bauen will. So. Sieht man auch sehr schön. Fallen so Sonnenstrahlen durchs Fenster. Ich finde den Shader sehr, sehr geil. So. Die brauche ich eigentlich nicht. Das kommt mal dahin und das kommt mal hierhin. Hatte ich jetzt eigentlich schon einen Waypoint gemacht? Nee. Dann mache ich doch glatt mal hier zu Hause einen Waypoint. Home, sweet home. Ich weiß, dass man es eigentlich klein schreiben müsste, aber was soll's. Ich habe ganz vergessen, mich in Skype offline zu stellen. Na egal. Es ruft schon keiner an. Ich habe ja keine Freunde. Weiß man ja. Oh, das Schwert ist irgendwie so ein bisschen kaputt. Oh Gott. Was war das denn gerade? Da ist Sharpness 1 drauf. Ja, gut. Das können wir eigentlich. Oder? Ja, eigentlich können wir das kaputt machen. Ich werde mal mir das hier nehmen und das hier nehmen. Ein bisschen Lapis, ein bisschen Holz. Wir haben eh nicht genug Eisen für einen Amboss, verdammt. Oder? Haben wir vielleicht? Eventuell, so ein bisschen. Im Keller ist halt noch was. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen runter in die Höhle und sammle da mal ein bisschen Ressourcen. Ups, hier will ich nicht hin. Ich will hinab. Solange, dass ich mal hier so richtig war. Wir waren ja jetzt ewig lang auf Reisen. Ja, Essen haben wir genug bei, locker. So. Hier war das. Dann ging es hier so, genau. Aber hier drüben hatte ich ja so Gänge angefangen, ne? Genau. Ah ja, da war die Höhle. Und hier auch. Deswegen sind wir in die Richtung gegangen. Ich putte mich einfach mal ganz random hier rein. Einfach mal auf gut Glück. Ja, das hat ganz toll funktioniert. Ach, fick dich, Spiel. Ich hasse dich. So. Putte ich mich einfach mal hier in die Richtung.
Redstone, Kohle. Nichts, was ich brauche. Ich brauche Eisen, Freunde. Eisen. Aber immerhin kriegen wir dadurch Level. Und Level brauche ich auch. Ist irgendwie tierisch hell mit dem Shader. Das gefällt mir. Weil dann sehe ich halt auch wirklich, was ich mache. Und ihr seht auch, was ich mache. Und das ist die Hauptsache eigentlich. Weil sonst müsste ich kein Video machen, wenn man da eh nichts sieht. Könnte ich nur die Tonspur hochladen. Yay. So, mache ich einfach mal so hier. So hier. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Na egal. Zack, boom, zack, boom. Vielleicht haben es einige von euch schon auf Twitter gesehen, dass ich als 50 Abonnenten-Special, was ja noch ein bisschen hin ist, an einem kleinen Texture-Pack arbeite. Was dann so voll cool ist. Ich werde dazu jetzt auch nichts weiter sagen. Ihr dürft euch überraschen lassen. Also ich finde, ich habe halt noch nicht allzu viel gemacht, aber bis jetzt finde ich es halt ziemlich cool. So. Zack, 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 zack. Oh, mein Handy hat vibriert. Ich hoffe, man hört es nicht mitbekommen so. Also laut gehört hat, dass es stört. Fette Rhymes im Start, ja. Nigg. Ich habe einen Zombie gehört. Ich kann dem Vieh nicht trauen. Das gefällt mir nicht. Absolut nicht. Oh, never dig below. Da oben ist Eisen, habe ich gesehen. Das finde ich recht angenehm, muss ich sagen. Oh, muss ich mal kratzen. So. So. Der nette Herr im Lied singt von Ärschen, die auf Böden krachen. Das ist ja auch mal was Schönes. Irgendwie hat der Shader Lightbugs. Ich glaube, das ist nicht so gewollt. Oh Gott, wenn jetzt mein Schwert kaputt geht. Oh shit, habe ich mich erschrocken. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass er jetzt explodiert. Egal. Dumpi dumpi dumm. Ja, durch die Waypoints habe ich auch Death Points. Hoffe ich. Heißt, es wäre auch halb so wild. Ich hätte zwar mein Level verloren. Aber, naja, gut. Ich glaube, ich mache mal einen anderen Shader rein. Das regt mich gerade so ein bisschen auf. Ja, guck mal. Da kommt doch gleich das Höhlenfeeling zurück. So. Und der Schokapick ist ja auch ein schöner Shader. Der Mr. Meep ist halt eher so, wenn man in der Oberwelt rumläuft. So, zack. Ah, hier ist so schön viel Eisen. Das gefällt mir wirklich gut, weil wir brauchen halt echt Eisen. Weil wir haben, ich würde sagen nichts, aber wir haben sogar noch weniger. So, dich mach ich mal zu hier. Fließ schneller, Wasser. Mann, kann doch so nicht angehen. Ich schreibe morgen eine Englisch-Klausur. Ich hoffe, es wird ganz cool. Also eigentlich habe ich mit Englisch nie wirklich Probleme gehabt. Ist immer 2 geworden, locker. Also ohne Lernen eine 2, mit Lernen 2 plus. Reicht ja, ne? Ich bin natürlich immer ambitioniert, eine 1 zu schreiben. Das ist keine Frage, aber irgendwie will eine höhere Macht verhindern, dass ich in Englisch was Besseres als eine 2 plus kriege. Zumindest in Klausuren. Naja. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben zu diesem Schuljahr, oh shit, das war mehr als knapp, haben wir einen neuen Mathelehrer bekommen. Und ohne Witz, der ist so geil. Bester Mathelehrer der Welt. Da versteht wirklich jeder Mathe. Es ist so genial, er kann es wunderbar geil erklären, ohne Spaß. Letztes Jahr, also, ich weiß auf jeden Fall, dass meine Leistungen letztes Jahr, die waren halt nicht so gut in Mathe. Also so 4 oder so. Aber es lag halt wirklich nicht an mir, es lag halt wirklich an der Lehrerin. Das hat man auch gemerkt. Das war halt ja, das war ja nicht nur ich, der so schlecht stand, das war ja der ganze Kurs. Und wir hatten zwischenzeitlich einen anderen Mathelehrer.
Der war auch ziemlich cool. Nicht der gleiche wie der, den ich jetzt habe, aber auch ein ziemlich guter Mathelehrer. Der halt auch wunderbar erklären kann und alles. Der ganze Kurs locker auf 2 hoch. Einige Ausnahmen, 3 plus vielleicht. Aber locker auf 2 hoch von einer 4. Und dann kam diese Lehrerin zurück, wieder auf 4 runtergefallen alle. Weil kam dann halt ein neues Thema, ne? Und hat halt niemand verstanden, weil diese Lehrerin einfach nicht erklären kann. Und sowas finde ich furchtbar. Also ein paar Leute, die mich kennen, die wissen wahrscheinlich, von welcher Lehrerin ich rede. Ich werde jetzt auch bewusst keine Namen nennen. Aber naja, einfach so. Die Eltern sagen immer, ja, du musst mehr lernen, blub, 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 blub. Aber es ist tatsächlich so, dass es nicht immer an den Schülern liegen muss. Es liegt tatsächlich auch teilweise an den Lehrern. Wenn ich keine Grundlage habe, dann kann ich daraus auch nichts aufbauen, ne? Das ist mal so ein Thema. Das könnte ich vielleicht mal mit Luca bei Let's Talk About besprechen, so. Oh shit, das war. Alter. Ich werde mal gleich hier so einen Screenshot für die Folge machen. Zack. So. Wie viel Eisen haben wir denn schon? Oh, fast ein halbes Deck. Nice. So, da oben haben wir noch Kohle. Mal sehen, wie viel haben wir schon? 11 Minuten. Ja, easy. Ich denke, ich werde mich jetzt immer an 20-Minuten-Folgen orientieren. Ich habe gesagt, ich will mich an 15 Minuten orientieren, aber ich habe festgestellt, es klappt eh nicht. Also, was soll's, mache ich 20. Am Ende werden es dann 23 Minuten Videos, weil ich immer arschlange für die Verabschiedung brauche. Da muss ich mir auch nochmal was Knackiges überlegen. Ich muss mir mal knackige Begrüßung und knackigen Abschied überlegen. So. Ja. Das hat sich gelohnt. Yay. Oh shit. Lag. Und Freunde. Ich bin ja, ne? Ich bin jetzt, muss ich mal sagen, ne? Ich bin quasi im Partnerlook mit meinem Minecraft-Skin gerade. Es ist nämlich abends und mein glummernder Schlafanzug ist angekommen. Das Einzige, was ich nicht habe, ist solche Strippen. Aber mein glummernder Schlafanzug ist da und er ist super flauschig und ist der beste Schlafanzug der Welt. Es ist so ein Onesie halt. Kennt ihr bestimmt alle, oder? Ohne Spaß, ihr müsst euch alle solche Schlafanzüge holen. Die sind super bequem. Ich kann es nur empfehlen. Ich hatte meinem Vater zwar gesagt, dass ich mir sowas bestelle, aber er kannte das halt nicht so. Und als ich ihm das gezeigt hatte, hat er es erst für einen schlechten Scherz gehalten. Ursprünglich hatte ich das ja auch. Es war ja halb so, weil ich so einen Schlafanzug haben will, weil Glumanda ist geil und süß. Und für die Mottowoche bei Helden der Kindheit als Motto. Aber die Mottowoche ist eh noch arschlange hin, also was soll's. So. Ja, die ist im April oder so, keine Ahnung. Aber ich wollte diesen Schlafanzug und er ist so. Oh, ich liebe ihn. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass wir hier noch sterben, weil mein Schwert halt irgendwie nicht ganz so glücklich aussieht, sage ich mal so. Ah, wir haben ja Holz dabei, dann können wir uns zur Not auch ein neues machen. So. Und Steine und Kohle sollten wir hier auch genug finden. Dann passt das schon. Oh, ich habe endlich mal wieder das Gefühl, hier was Produktives zu machen in diesem Projekt. Es ist ziemlich geil. Übrigens hatte ich auch angefangen, weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, eine kleine CPU in Minecraft zu bauen mit Redstone und so. Wenn ihr mal wollt, dass ich dazu ein kleines Video mache, das mal zeige. Ich habe so eine kleine Redstone-Welt angefangen, wo ich so ein bisschen Scheiß da mit Redstone baue. Wenn ihr mal seht, wollt, dass ich euch sowas zeige oder mal ein Tutorial mache oder so, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin für Vorschläge immer offen. Und ich kann euch sagen, egal wie bescheuert die Vorschläge sind, in den meisten Fällen werde ich zumindest ein Video mal dazu machen. Es sei denn, es ist so komplett behindert, sage ich mal. Komplett geistig abwesend, in kompletter geistiger Abwesenheit entstanden, so rum. Dann werde ich mir auch so nur denken, so, nee, lass mal. Aber ist ja natürlich, ich mache das ja nicht nur für mich, also ich mache es auch für mich natürlich, aber ich mache es ja in erster Linie auch für euch. Damit ihr eure tägliche Dosis Entertainment bekommt. Hans Entertainment
Hoch die Hände, Wochenende, ihr wisst Bescheid. Oh, hier ist so viel Zeug, ist so geil. Oh ja, zu meinem Geil passt gerade dieser fette Drop im Hintergrund einfach noch. Ich weiß nicht, ob man die Musik richtig gut hört. Mal gucken. Naja, leise. Ich habe ja OBS auf dem zweiten Bildschirm, deswegen kann ich da mal gucken, wie der Ausschlag ist von Dings. Von Computer Sounds, genau. Deswegen konnte ich gerade auch kurz nichts machen, damit die Minecraft Sounds nicht dazwischen Dingsen. Dazwischen Töne machen. Was weiß ich. Aber naja. Genug davon. So, wir haben jetzt 54 Eisen, 23 Gold, Arsch viel Kohle, 24 Level auch schon. Ich will natürlich Level 30 haben. Aber bringt uns ja gerade eh noch nicht so viel, weil wir haben noch gar nicht mal so viele Bücherregale. Wir haben, glaube ich, noch gar keine. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Leder. Dann kann ich mal gucken, ob das genug ist für ein paar Bücherregale. Oder ob wir nur zwei Stück haben. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall einiges an Leder haben. Weil wir haben ja ein paar Kühe geschlachtet auf unserer Reise. Das werde ich dann mal auf dem Rückweg machen, wenn ich dann zurück bin. Oh Gott, hier schon wieder ein Skeleton. Ist er ja. Hä, Bo. Oh, wir haben Pfeile dabei. Hehe, das war's auch schon. Halt's Maul. Alter. Der will Stress, Freunde, der will Stress. So. So viel Zeug, ich finde das geil. So. Das Schöne ist, die Minimap bringt mir hier unten reichlich wenig, weil überall Monster sind. Und die haben ja nur eine unterschiedliche Deckkraft, je nachdem wie hoch die sind und so. Aber naja, das bringt mir hier unten reichlich wenig. Ist da unten noch was? Hinten? Nee. So, mal gucken da. Zack. Ich muss mal dran denken, mir auf die Feed the Beast Version mal Optifine drauf zu tun. Ich habe zwar schon eine gute Framerate von so 70 FPS, aber vielleicht lässt sich da noch was machen. Ich werde mir auch, wenn Weihnachten und so erledigt ist und ich ein bisschen Geld bekommen habe, werde ich mir auch mal mehr Arbeitsspeicher und einen besseren Prozessor holen. Die Grafikkarte muss noch ein bisschen warten. Weil eine neue Grafikkarte brauche ich noch nicht so dringend wie einen neuen Prozessor und ein bisschen mehr Arbeitsspeicher. Dann kann ich die Videos auch endlich mal in noch besserer Qualität bringen. Also die Qualität ist ja jetzt nicht scheiße, aber es geht auf jeden Fall besser. Jo. So. Wir sind auch schon bei 18 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Deswegen würde ich mal sagen, wir fahren hier noch ein bisschen kurz ab und ja. Ich habe doch da unten noch irgendwo Lapis gesehen. Oh, Gold. Hm. Wenn wir genug Gold haben, dann können wir auch irgendwann mal so eine Eisenbahn bauen. Oh, shit. Halt deinen Maul. Oh, und du bist auch nicht so cool. Der zischt so lange nach, also habe ich Angst. Dass dann noch einer kommt. So. Aber bevor ich mich jetzt hier wieder in irgendeinem Redefluss verliere, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonnieren, um nichts zu verpassen. Ihr könnt mir natürlich auch auf Twitter folgen, dort findet ihr mich unter Lord Unnamed. Da kriegt ihr dann die neuesten News und Neuigkeiten mit, falls es denn mal welche gibt. Und jo, dann würde ich sagen, haut rein, ciao. Und bis zum nächsten Mal. 360 No Scope.